Hallihallo und herzlich willkommen zu DBD Schlachtfest. Wir haben da eine kahle Stelle am Hinterkopf, hast du das gesehen? Okay, wir sind der Clown, haben eine kahle Stelle am Hinterkopf. Ich kann nicht mehr reden. Schatzu, isst was neben mir? Ein Stück Toast. Nahrhaftes Weißbrot. Ein bisschen zu weit. Zur Erinnerung, mit deiner Dagger musst du Leute schlagen, wenn sie gerade in den Scheiß gehen. Okay. Scheiße! Was ist das hier für ein Gewusel? Alle auf einen Haufen! Was geht hier? Das kenne ich. Ich mag so ein Gewusel nicht, das ist I. Boah, was ist das für eine ekelhafte Aktion hier? Boah, alle! Alle hier, ey, alle! Okay, jetzt kommst du erstmal an den Haken. Okay, das war groß. Ganz ruhig erstmal Flaschen aufnehmen, langsam weitergehen. Ja. Oder auch nicht. Gut. Also entweder hat er so fett geleckt, dass hier gerade gar nichts mehr ging. Oh komm, dann kommst du jetzt erstmal an den Haken. Einfach aus Prinzip. So dein Wars. Ich sehe, wo du hin willst. Vergiss es. Sind die da hinten, weißt du? So. Dich, weißt du. Du bist mir so schnupsi. Du kommst jetzt mal hier an den Haken. Was ist das für eine Runde, ey? Schatzi, vergiss aber eine Sache nicht. Was? Du hast ein grünes Memento Mori. Ja, ich hab's ja auch gerade gesehen, aber das hebe ich mir nicht für den verständlich. Mr. Legger auf. Verständlich. Ich wollte dir nur, sagen. Weil ich kenne mich. Ja, ist korrekt, aber hey. Aua, ich bin für den Minden und ich habe einen Schlitz am Rücken. Hey, ich renne jetzt weg. Feng, mach dran. Feng, renn. Feng, renn? Feng, renn. Ich bin es, Feng, renn. Ich bin es. Verwirrung. Shit. Ich weiß, was du tust, Verwirrung. Das könnte tatsächlich sogar noch als Benebel zählen. Könnte sein. Die hat ja kurz davor nochmal geschrien, ne? Ja, hat sie. Nur zur Info, ich habe immer noch keine Kopfhörer auf. Mein Kopf macht boch, boch, boch. Boch, 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 boch. Ich bin der Kopf. Yeah. Oh, erstmal wieder einen guten Whisky schwenken. Oh. Ich habe einen guten Whisky hier. Diese Fliege muss sterben. Nicht nur diese Fliege. Aber vor allem diese Fliege. Einfach mal gegen den Baum schmeißen. Du hast ein Schwein geschmissen. Oh. Dann gegen das Schwein. Aber du spielst doch den Clown. Ich bin doof. Der King in der Ferne. Du gehst mir auf den Sack. Dann halt ich's Maul. Dann tu das doch. Yeah! Ja, das hat locker gezählt. Oh, jetzt habe ich keine Flaschen mehr. Das ist ziemlich doof. Boah, ey. Leck mich, King. Leck, was denn? Ja, leck mich, King ist das. Boah, ey, der geht ja gar nicht. Naja, jetzt hängt er sowieso auf ewig. Jetzt kann er nicht mehr gehen. Ja, deshalb wollte ich ihn auch nicht vermentoren. Der sollte sich mal Internet kaufen und legt sich noch eine Palette raus. Wenn ich doch nur eine Palette hätte. Hast du nicht gesagt, du warst eine Palette? Ja, aber bevor du dich gedreht hast, links. Oh. Gut. Palette! Diesen Ding da, der zweite. Ah, genau. Ja.
Ja, die nehmen wir doch mal. Weg mit dir! Du schläfst mir weg! Hey, MC Park! Kennst du den schon? Den Messer? Oh yeah, das war gut. Doch, MC Tap, dich könnte ich auch nehmen, aber. Der hing ja auch schon zweimal. Nee. Der hing auch nur einmal. Das wäre so Pop-Roste Wiesel-Aktion. Nee. Weißt du, was ich feiern würde? Was? Eine Kooperation zwischen Viz Games und den Dead by Daylight Entwicklern. Und ein Clown. Oh. Ein Clown-Image. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, lass mal. Schatz, du weißt genau, wie ich krank ekelhaft das wäre. Das wäre richtig ekelhaft. Deshalb will das ja auch niemand. Und hier sitzt noch irgendwie. Ming. Oh, wie? Ja, eben. Deshalb frage ich auch, wie. Ah, die hat eine Taschenblende. Nee, aber es ist mir gerade aufgefallen. Wie kann ich die wegstecken? Links. Scheiße. Das war rechts losgelassen. Ich gehe aber trotzdem wieder dahin. Ich kenne die Frau doch. Na? Noch nicht. Es war noch nicht an der Zeit. Lass mich raten, deine Wahl des Memento Moris wäre wahrscheinlich Feng Min? Ich weiß es nicht. Es könnte auch Max sein. Ich glaub, die Mac ist weg. Die Feng Min ist weg. Ming. Ming, Ming. Hey, Ming-Vase, komm her! Hey, Ming-Vase! Yes, absolutely! Hey, Ming-Vase! Hallo, Ming-Vase! Ja, hat sie! Oh, doof jetzt! So. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die Palette kaputt machen. Scheißdreck! Doch eher, wenn du die killen willst. Nein, ich wollte die Palette kaputt machen. Habe ich doch gerade gesagt. So. Wir machen wieder neue Fläschchen. Fläschchen. So, wo war das denn? Schön, den Cognac schwenken hinter dir. Hinter mir. Ach, jo. Hier. So. Einmal weg damit. Was ich persönlich gern hätte, ja? Ja. Für DVD so eine offizielle Karte von mit jedem Generator Stellplätze, wo sie sein könnte. Warum? Aus Prinzip. Willst du die auswendig lernen? Nein, nicht auswendig. Wer redet von auswendig? Aber daneben liegen. Ah ja. Als Survivor. Mann, bist du ein Arschloch, Mann. Weißt du, diese Mac, ne? Ich hab sie noch nicht aufgehängt. Scheiße! Dreck geht der gerade, Dreck. Scheiße! Ich dachte wirklich, die würde die noch holen. Ich hab dran gedacht. Ich hab tatsächlich auch gedacht, dass sie da stur an ihrem Generator sitzen bleibt und sogar noch, nachdem sie eigentlich schon geschlagen ist. Das ist aber kein Problem, weil wenn Feng Min da nicht runterkommt und du wieder hierher bist, ist die Chance auf eine Loot relativ schwierig. Ja, doof jetzt. Naja. Tschüss, Toti. Aber das war eine gute Runde mit dem Clown, würde ich mal sagen. Das stimmt. Ja, gut, ich hab hier mein Ding fertig. Juhu! Das ist nämlich fliegen.
So, hey. Oh, ich bin Rang 15? Das habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. Okay. Ja, gut, Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hey, auf meiner absoluten Hassmap. Tja, ich musste, du musst auch. Nee. Morkop. Pitsche, patsche, pitsche, patsche, pitsche, patsche. So, das Ziel dieser Runde ist übrigens, zwei Leute zu killen. Weil ich gewisse Aufgaben habe. Tagesquest und so. Tagesquest. Dedede. Psst, ich muss hören. Weg mit dir! Aggressiv, wenn du... Nur an meinem Generator bist, dann werde ich aggressiv. Komm, spring runter. Spring nicht runter. Schade, ich habe echt drauf gehofft, dass sie runter. Ich glaube, sie ist drauf. Ja, glaube ich auch. Der Fuß. Mein Pitch-Patsch-Fuß oder welcher Nein. Fuß? Hallo, das ist dein Pitch-Patsch-Fuß. Ach so, Franzosen. So ist das also mit dir. Coro Atano. Und dann Ra. Du hängst jetzt einfach mal eine Runde ab. Ich hab einen Baumfuß. War da jemand? Oh, ja, da war jemand. Ein Ruhfuß? Ja. Das hält mir jetzt einfach für unglaublich. Ja, ja. Dass die auch beide noch in dieselbe Ecke rennen, weißt du? Das, ja, das ist ein bisschen dämlich. Das kenne ich irgendwoher. Das habe ich immer mit Valkyrie. Ja, das ist. Das war ein. Ich habe erwartet, dass er sie erst da lang rennt. Ich bin ein Baum! Komm her! Okay, dann mache ich das kaputt. Dann mache ich das auch noch kaputt. Leute, das ist richtig. Ich will die ja nicht mehr. Die geht mir auf den Keks. Und ich bin gegen die Wand gerannt. Und ich hab dich abgelenkt, während Claudette befreit wurde. Das liegt mir mehr klar. McLang? Oh, McLang, das ist eine Mia. Das ist eine Mia. Oh, scheiße, ey. Ah, ist die da lang, ey. Boah, ich krieg's Kotzen hier, weil. Ah, die ist da raus, toll. Ich mag nicht. Oh, die wartet doch gerade. Nein. Boah, die. Boah, Leute. Ich hasse euch alle! Erinnerst du dich an meine leere Runde, an diese Palette? Ja. Schlimmer als jedes Horrorspiel, Leute. Schlimmer als jedes Horrorspiel. Na, komm! Ich hab's dir doch gesagt, die bringt Ärger hier. Die, weil die so auffällig gestylt ist, es ist einfach wirklich so, du kannst die Spieler mittlerweile relativ gut einschätzen. Oh. Ah, da ist sie. Alle machen hier einen auf Bambada und du, ja. Och Mann! Boah, ich hasse Larrys! Man bleibt einfach überall hängen. Einmal von A bis Z durchgerannt. Gut. Hat die andere dich, ja. Was geht bei dir? Warum nervst du so? Gut, still und trinke. Ja, trink mal eine Runde, ja. Find ich gut so. Bing, bing.
Oh, scheiße! Ja, kurz vor knapp war es. Es war kurz vor knapp. Nein, ich hab so... Boah, ich komm gerade nicht klar. Ich weiß gerade nicht mehr, wann ich verhüllt bin und wann nicht. Und jetzt habe ich sie verloren, weil ich so verwirrt war. Oh. Nehme ich doch die. Wenn du die andere nicht mehr findest, nimmst du die hier. Die ist eigentlich wahr, aber... Aua, ich hab mich gestoßen. Bin ich das? Ja. Oh, ja, dann schlag ich dich doch nicht. Doch, nein, natürlich schlag ich dich nochmal. Boah! Boah, wie die hier rushen, weil ich einfach, ja. Na komm. Ich bin verwirrt. Ich bin einfach vollkommen verwirrt. Diese Runde ist absolut irgendwie nicht gut. Weil du gleich mit so einer negativen Einstellung an dich gegangen bist, mein Schatzi. Du gleich mit irgendwas anderem an dich dran. Wie war das mit, ich muss zwei Leute umbringen? Ja. Das hättest du nicht jinxen sollen. Ich jinx nichts. Schatz, du jinxst immer. Ich jinx überhaupt nichts. Du sagst nämlich immer, ich jinxe. Ja, du jinxst ja auch immer. Hört ihr das? Ja? Im Hintergrund dieses Wimmern? Was? Das bist du! Was? Du wimmerst hier. Welches Wimmern? Das ist egal. Das ist das Wimmern von... Ich darf das, aber du nicht. Ha! Mäh. Ich finde jetzt auch keinen mehr. Jetzt schlürft er extra laut, ja? Ich hab vorhin auch schon extra laut geschlürft. Rums. Nö. Das will ich nicht. Das macht ihr nicht. Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab dich auch da hinten gesehen, aber ich glaube, wenn du gleich hier hinkommst, dann. Nein, warte. Ich bin verwirrt. Hab ich dich jetzt gerade wirklich so erschrocken, oder? War das nur. Luke! Ich will die. Ich hätte nicht warten, bis sie aufgeht, damit du sie machst. Ich find sie nicht mehr, ich bin doof. Ich hätte sie aber auch verloren. Da ist keiner. Gut. Vollkommen Irritation in dieser Runde. Mein Gehirn sagt auch einfach so, ne, ich mag nicht mehr. Man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt, das ist die fünfte Runde, die fünfte Folge DVD, die wir aufnehmen. Entsprechend sind wir beide. Ja, absolut. Ist einfach so. Halb angefangen, inzwischen bis 10 vor 12. Ja. Ich glaube, das spricht dafür, dass wir einfach nur durch sind. Ist korrekt. Du, 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 du. Boah, das wäre so schön. Die andere ist halt angehittet und die wollen die mit rausbringen. Das merke ich. Das wäre so schön, wenn du niemanden drin im Tod hättest. Ja, das wär's, das wär's. Aber sieht schlecht aus, sieht schlecht aus. Ja, ja, komm, geh. Wahrscheinlich beim anderen Ausgang. Ist halt so, ne? Siehst du? Ja, ist jetzt bloß doof wegen meinen, wegen meinen Aufgaben, weil jemand das gejinxt hat, ja? Na, wer hat das wohl gejinxt? Habe ich gesagt, das wird mich abfacken? Habe ich. Ich habe das im Vorfeld gesagt. Ja. Und ich weiß auch warum. Wenn man hier so schaut. Okay. Gleich nächste Runde. Das ist dann, glaube ich, die letzte Runde. Und dann, wow, kann ich endlich schlafen. Das hört sich jetzt böse an, aber nach diesen ganzen Runden, ja.
vertrage ich das jetzt, glaube ich, gerade nicht noch mehr. Bis gleich. So, meine Freunde. Jetzt brauche ich noch eine Runde, die mir Spaß macht. Also. Gehe ich wieder. Ja, genau. Nein, also, sitze ich hier. Was war das? Ich bin verwirrt. Okay, ich sitze hier mit meinem guten Freund, dem Michael. Und, werde gleich Leute stalken. Sehe ich da was? Nein, zu weit weg. Ich höre Geräusche, ich weiß nicht, ob die von Michael kommen oder... Schatz? Ja? Jetzt bräuchte ich eigentlich deine Ohren, ob das... Meine Ohren? Ja, ich habe eben die ganze Zeit Sachen gehört, aber ich wusste nicht, ob die von mir stammen. Was denn zum Beispiel? Das meinst du? Ja, so ein düsteres... Das ist das, was sie sagt, geflüstert. Okay, ja, das ist nämlich die Sache, die ich dich fragen wollte, weil ich kenne das ja noch nicht. Ich bin absolut... Der ist im Schrank. Ich bin halt absolut kein Freund von Geflüster. Du kommst mal mit, ne? Du wirst mal, aufgehängt. Ich finde das mega verstanden. Das zeigt dann zwar ungefähr an, dass Leute in einem... Aber ich glaube, sogar auf bester Stufe ist Geflüster noch 40 Meter. Und das ist einfach zu groß, als dass du da die Leute findest. Ah, okay. Nee, weil ich stand eben hier und hab's die ganze Zeit gehört und, ja. Deswegen. Du hast, glaube ich, 48 Meter Radius. Das sollte vielleicht mal kommen. Oh! Gut. Wenn die schon wieder frei ist, dann, hätte ich vielleicht gucken sollen, wo die Schleifspuren sind. Ich bin verwirrt, da lang. Oder da lang. Du. Ja, Michael. Und ich steck dir ein Messer in den Rücken. Bin der Michael. Und ich hab dich verloren. Da lang. Sind nämlich überall Spritzer an den Wänden. Und tapeziert. Hier wurde tapeziert. Ich meine Kopfhörer wieder absetzen. Ja, du darfst wieder. Yay. Oh, das gefällt mir schon mal besser. Yay. Bin der Michael. Und ich bin nicht so gut in dieser Runde. Entschuldigung, Schatz. Schatz, was machst du da? Nerv mich nicht. Jetzt bin ich wieder vollkommen verwirrt hier. Mann! Mache ich wieder alle möglichen Sachen? Nur weil du komische Sachen machst. Tut mir leid, ich habe mit einem Schnabeltier gespielt. Das war eine kleine Mission. Das Ding kaputt zu machen. Mein Messer, würde ich sagen. Ja auch, aber der hat doch irgendwas kaputt gemacht. Ja, der wollte einen Haken demolieren. Dabei hat er anscheinend verschissen. Okay, ich verstehe. Aber, vielleicht ist hier noch jemand. Ich bin mir nicht... Ja. Würde ich mal sagen, ich hatte recht. Oh. Knapp daneben. Abgestochen. Den Leuten los? Warum lecken wir? Wir sind's nicht. Wir laden heute nicht hoch. Ach, das weiß ich mal. Ja, wir haben alles irgendwie so schnell hochgeladen, was wir vorproduziert hatten. Wir haben absolut nichts mehr übrig. Wir haben, glaube ich, in 3 Tagen alles hochgeladen. Einfach alles. Oh, der ist tot. Warum ist der tot? Hat ihn jemand geholt? Nee, der wollte nicht mehr. Oh ja, dann. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch hochladen müssen, sind die 5 DVD-Folgen, die wir jetzt aufnehmen. Aber dadurch, dass wir die erstmal zusammenschneiden müssen und das so viel CPU kostet, dass man währenddessen nichts tun kann, außer zu warten und man kann Videos gucken, aber das ist alles. Deshalb wird das heute nichts. Naja, ich werde nachher gleich anfangen, das zusammenzuschneiden. Das ist ja jetzt die letzte Runde. Und
Boah, gerade noch! Gerade noch! Und dann wird das noch innerhalb von heute und morgen hochgeladen. Steht alles für unseren Urlaub. Naja, fast alles. Fast, stimmt, dir fehlen noch 3 Folgen. Mir fehlen noch 3 Folgen, von dem neuen Projekt, von dem ihr noch nichts wisst. Dann wahrscheinlich schon wirst. Ich weiß nicht, wie weit ihr mit dem Chaos-Quad zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, der reicht noch nicht ganz. Der Chaos-Quad reicht noch nicht ganz? Ja, aber morgen nehmen wir ja Chaos-Quad auf. Mhm. Und wann lädt der hoch? Ja. Das ist eine gute Frage. Okay, also wir müssen ein bisschen Management. Ein bisschen Hochlademanagement, ja. Mit Prioritäten setzen. Ja, ich glaube, die gute Frau hier, die will erstmal Prioritäten setzen. Jetzt muss es unsere Priorität im PC übernommen. Das sah auch sehr interessant aus. Das sah sehr, sehr cool aus. Das sah unglaublich witzig aus. Tut mir leid. Ich merke, Leute mit Taschenlampe, die einen mit der Taschenlampe blenden wollen, zu hitten, sieht sehr cool aus. Ah, scheiße. Ich bin zu weit, Schatz. Was? Was war zu weit? Entfernt von dir, die Claudette. Die war doch nicht entfernt von mir, siehst du das? Claudette, Claudette. Tot. Ist sie tot? Nein, die ist von ihm tot, oder? Ich denke zum ersten Mal. Sie ist so von wegen tot hier. Zweites Mal. Ja, gut. Beim zweiten Mal tat's auch weh. Weil der Haken in meiner Schulter war. Ich konnte im Strahl, wenn der Bill nicht mehr hier war. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Nach Schnabeltier. Ja, nee. Nein? Okay. Ich bin ein Pferd. Und ich sehe Claudette. Aber irgendwie... Ah, da. Ah, ich glaube, die ist leer. Ach, Claudette. Oder zumindest fast leer. Und Mann, ist die dämlich. Stimmt, das war ja die, die im Schrank hockte. Das wird dir auch ein zweites Mal nicht bringen. Hey, Claudette. Das geht. Du bist... Claudette. Ist tot. Claudette. Tot. Doof jetzt. Claudette ist tot. Das Ding machen wir kaputt. Weg damit. Gott, doch niemand. Ich erwarte immer noch, dass da oben jetzt wieder jemand dran sitzt. Ja, Schatz, denk dran. Du willst keine Bissspuren, du Zwieback, dann nimm kein Schnabeltier mit zum Biwak. Schatz? Ja? Ich biwacke dich gleich. Oh, das wäre cool gekommen. Gut. Dann machen wir es so. Lästig. Ja, der ist lästig, das ist korrekt. Nennen wir das lästig. Wir könnten es auch irgendwie anders nennen, aber das wäre, glaube ich, weniger treffend. Lästig ist eine gute Aussage. Tod trifft es auch ganz gut. Na, schauen wir doch mal, vielleicht sehe ich hier ja jemanden irgendwo. Ja, das Dorf ist auf uns so sehr nützlich, um Leute zu finden, die man eigentlich nicht sehen würde. Ja, ist korrekt. Ich glaube aber nicht. Hallo, mach ich kaputt. Weg damit! Mit dem Dreck. Dreck muss weg. Schatz, ich muss eine Luke hören. Ja? Genau diese Luke! Jetzt darfst du wieder. Oh, doof jetzt! Oh, das habe ich mich auch gefragt. Macht ihr das jetzt auf Dauer, oder? Gut. Da hinten ist er. Das Blenden, habe ich für mich rausgefunden, ist jetzt ziemlich, ziemlich lang. Na, da oben. Gut. Wenn die Taschenlampe eigentlich schon wieder komplett runter ist. Ist die hier oben hoch oder nicht? Bin mir nicht sicher. Ich habe keine. Ich verstehe es nicht. Hier Sicherheitshalber. Ah. Ah, ich wollte gerade sagen. Ah, da komme ich nicht raus. Ich will aber!
meine gute Freundin. Ich hab doch gesehen, dass du hierhin bist. Aber anscheinend bist du abgedingst. Abgebogen. Ah, da! Da bist du wieder. Ah, da bist du wieder. Hups. Hallo. Oh, 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 oh. Wie? Schmeiß ich sie nochmal runter? Ja. Warum? Ich hab auch noch ein Memento. Wie mache ich das? Warte. Einfach. M1. Oh. Drückt halt. Oh, entschuldige. Das habe ich irgendwie verdrängt. Das war ja nur ein gelbes. Ja, was? Das ist das. Das mal funktioniert. Ist das. Ja. Das. Ich danke meiner Mama, ich danke meinem Papa, ich danke dir und den Schnabeltieren. Ich hab's irgendwie geschafft. Ach ja. Ich danke euch allen. Ich danke DVD und ich danke diesen ganzen ätzenden Survivern und ich danke euch allen. Fatality. Ach ja. Ja. Entschuldigung. Ey, sie hat Humor. Das stimmt. Oh, gut, ja. So. Oh, ich danke der ganzen Welt. Ich danke der ganzen Welt. So. Ich habe einen Fuß gebrochen. Ja, schön. Das war's dann, glaube ich, mit dieser Folge. Oh, Knackmelk, das nervt. Oh. So, ja. Das hat weh getan. Was sehen wir hier? Wir sehen den Fallensteller, den Geist, den Hinterwäldler, die Krankenschwester, den Doktor, die Hexe, den Wandler, die Jägerin, das Schwein, den Clown, das Gespenst, die Seuche und den Rest für Olli, Ghostface, die Legion, den Albtraum und den Kannibalen und ich bin glücklich. Und die Schnabeltiere sitzen auf mir und... Und ich danke immer noch der ganzen Welt und hallo, ich habe jetzt 4 Schnabeltiere auf mir sitzen und ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden, aber ich weiß auch nicht, hier passieren Dinge. Okay, ich weiß auch nicht, irgendwas, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Toll, jetzt hat er mich komplett rausgebracht, aber es war irgendwas Wichtiges, verdammt. Gut, vielleicht, dass die Staffel langsam sich dem Ende neigt? Dankeschön, genau das. Die Staffel neigt sich dem Ende zu. Was wird das heißen? Man weiß es nicht. Doch, man weiß es. Was wird es heißen? Sag es uns. Das heißt, dass jetzt am besten nochmal von euch eure Lieblingskiller gewünscht werden sollten oder irgendwelche interessanten Challenges, die ihr unbedingt noch sehen wollt, bevor wir erstmal in eine Pause gehen. Ich weiß nicht, ob wir es Sommerpause nennen oder... Das ist dann ja im Prinzip schon Nachsommer, ne? Ja, die Spätsommerpause. Die Herbstpause? Ich habe keine Ahnung. Wir wissen auch noch nicht, wie lange die Pause gehen wird. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Pause nicht ewig dauern wird. Und dass wir uns früher oder später wieder zu einer Staffel 2 sehen werden. Aber weil wir mögen DBD einfach beide sehr gern. Aber langsam ist die Luft raus. Gerade ist es, ja. Deswegen gönnt uns ein bisschen Pause. Ich glaube, ihr wollt genauso wenig wie wir, dass die Videos darunter leiden, dass wir immer weniger Lust auf DVD haben. Nein, wollen wir nicht. Seht ihr, sogar Michael stimmt uns zu. Und deswegen nochmal eure Lieblingskiller wünschen, noch irgendwelche innovativen Challenges, die nicht nur dafür da sind, uns abzufacken. Ja, und ansonsten... Warte. Noch mit der Hex. Die kann das so schön mit ihrem Booty. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.